Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Oh, ich hab den ganzen Fisch ausgekotzt. Oh, Moment mal, was ist hier los? Ich war doch unten. Ich war doch unten, ich hab doch gesehen. Kreis? Wieso liegt hier ein toter, langer, schwarzer Aal am Strand? Den hab ich gerade ausgewürgt. Kreis, wir waren doch weg. Also du bist da geblieben, aber ich war weg. Ich war nur eine Runde schwimmen und da ist ein Hubschrauber auf mir gelandet. Wieso kommst du wieder zurück? Hast du auf den Hubschrauber geschossen, der hier gerade weggeflogen ist? Ich wollte Hilfe holen, ich hätte dich nicht vergessen, Kreis. Das war ein Angriffshubschrauber. Nein, du hast auf den Hubschrauber geschossen, jetzt sind wir wieder hier. Guck mal, Weiber ist ganz verstört, der hat immer noch Angst vor dem Hubschrauber. Das Auto! Unter meinem Pacific Drive Stream hat jemand drunter geschrieben, das Auto. Komm zu dir. Komm mal hier. Ich muss den erstmal wieder hinkriegen. Du hast ihn komplett kaputt gemacht. Der war schon die ganze Zeit kaputt, aber wegen dir. Frag mich, was Kumpel, das Kind heute macht. Nicht mal meinem Finger. Nicht mal meinem Auto. Der ist komplett tot.
Das ist ja richtig geömmelt. Ich viel Loot einsammeln. Aber ey, wusstest du, dass du jetzt so krasse... dir deinen Singleplayer und sowas auch komplett anders einstellen kannst und so? Und das ja, ist jetzt klar. Du kannst jetzt auch auf super Hardcore, Ultra Survival, realistisch mit echten Krankheiten und Power Herpes und so. Und haben wir auch drin. Wir haben Power Herpes. Ja, und wenn du einmal durch bist, kriegst du Dings hier, Modus. Herpes-Modus, ne? Ja, alles ist möglich, Donnerstag-Modus. Mann, hättest du nicht auf den Heli geschossen, gäbe es dieses Projekt jetzt nicht mehr. Dann wär's jetzt durch, dann hätten die Leute gesagt, ja geil, ihr habt The Forest durchgespielt, seid gute Jungs, ne? Ja, aber jetzt sagen die Leute, oh, was ist das denn hier? Jetzt sagen die Leute, hab ich nicht bestellt. Hab ich nicht bestellt, Junge. Kannst du kein verpacktes Brötchen in die Verdöse hauen? Bin ich der Imbiss oder du? Das aus. Ja. Bin ich der Imbiss oder du? Wer ist der Imbiss? So, jetzt machen wir erstmal Imbay. Hallo, Imbay. Was ist denn Imbay? So Imbiss, aber mit Ebay. Der ja, klar, gebraucht, da kannst du gebrauchtes Essen kaufen, das Leute halt nicht aufessen. Ja, was vom Teller zurückgeht. vom Dünsch-Restaurant, das wird hoch gehandelt. Stell dir mal vor, das gäbe so einen Laden, wo du wirklich so die Essensreste kaufen kannst. Gibt es jetzt endlich Mutantenköpfe? Es würde sowas geben, wenn es da keine Gesetze gegen gäbe, ne? Du darfst ja Leuten keine alten, weißt du, dürftest ja jetzt nicht Joghurts abgeben, weil es dann heißt, ja, sorry, der ist ja abgelaufen, damit wollen sie jemanden vergiften. Gesetz, sie kommen jetzt ins Gefängnis, weil sie jemandem was Gutes tun wollten. Kann man jetzt endlich Mutanten an die Wand nageln? Das ist die große Frage, ne? Also ich will unbedingt Mutantenköpfe. Also ich brauche mehr Köpfe. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben nur so Schwachsinnsfunktionen reingebracht, wie Story und so. Ach, keiner will doch eine Story. Was juckt mich eine Story? Oder dass sie jetzt plötzlich reden? Ich habe doch auch alles so verstanden. Stöcke, Steig, aber es sieht aus wie ein Hexenbesen hier, die Alge. Ist doch Baby Blocksbums, ja, hier gelandet. Baby Blackbums, ja. Baby Blockbums. Die ist bekannt im Plattenbau. Die alte Bibi. Drüben von der Benz-Baracke. Drüben aus der 27, vierter Stock. Ja, die Bibi war ja auch eine Hexe aus dem Block. Nee, die hat Vorstadt gewohnt in einem eigenen Haus. Nee, die war schon so Plattenbau-Hexe. Nee. Uah, ey, okay, die haben noch realistischere Fledermäuse eingebaut. Das ist jetzt neu. Traut sich da rein? Nee, kommen die immer erst später. Willst du direkt hier rein in der Knochenhöhle? Na, was gibt's denn da drin in der Knochenhöhle? Ich weiß nicht, war die Knochenhöhle. Wichtig? Geh mal rein. Ich glaube, der kleine Julian hat hier die Knochen weggeschossen. Der kleine Julius, ist das Spiel hübscher geworden? Na, guck mal, hier kannst du dir einen Computer holen. Direkt Informations. Ein paar leckere Flares. Gasbuddel. Munition liegt hier rum. Oh, hier ein neuer Wisch. Alter, die haben hier mit der Sahara Corporation sich einen richtig dicken Laden gegönnt. Die haben sich gegönnt. Ich meine, wir haben ja dieses... Oh, hier geht's noch weiter rein in die Höhle, Alter. Da ist richtig Höhlenkampf. Traust du dich da rein? Wir haben ja nichts, ne? Hast du einen Lappen? Nee, Lappen habe ich noch nicht. Mist, das hätte ich jetzt hier direkt eine Fackel zusammengebaut. Wir haben ja nur dieses Billo-Feuerzeug. Ja, oder halt hier eine Dings, ne? Altes Karamalz, meinst du, ne? Ja. Das brennt ja auch lichterloh. Komm schon, echt jetzt? Das ist halt so laut. Guck mal, hier ist Indianerschmuck. Aus Fingern. Finger weg vom Indianerschmuck! Finger weg von dem Indianer. Du hast den Indianerschmuck nicht verdient, ey. Nur wer 900 am Boxautomaten schafft. Ich sehe trotz der Flare gar nichts, weil die mich so wegblendet. Alter, was ist das denn? Irgendwie sind die Höhlen aber vom Licht anders. Heller irgendwie. Nicht. Trotz allem irgendwie heller. Du hast bestimmt nur wieder bei irgendeinem anderen Spiel den Monitor hochgeschraubt. Und das ich hab immer einen Monitor relativ hochgeschraubt. Ich mag das irgendwie nicht, wenn das so super dark ist. Mach mal, ich habe auch mal so eine Fackel in die Hand. Oh, da hinten kommen sie schon, die Stöhner. Die Stöhners, kennst du die? So eine kölsche Band. Die Stöhners. Alter, der hat mich mit einem Schlag K.O. gehauen. Was? So schnell? Eine Punch hat er mir gegeben. Wir waren, glaube ich, nicht richtig geheilt. Kann das? Oh nein, ich bin in den Bauen rein aus Versehen. Ich bin auch tot. Hab B gedrückt. Ich wollte einfach mal einen Mutanten töten. Wir waren, glaube ich, nicht richtig geheilt wegen dem Absturz.
Ach so, habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, ja, jetzt sind wir auch in so einer Klimablase. Ja, wir sind in irgendeinem Gelack sind wir drin. Das ist Gelantine, sieht man. Sie hier von Dr. Oetker. Das ist Schalantine, das ist was anderes. Gibt's einen Block? Schalantine. Weil Dr. Oetker ist ja auch auf der Insel, nämlich. Dr. Klötger meinst du? Das ist ein anderer. Dr. Klötgen, ey. Rennen jetzt hier welche rum? Weiß ich nicht. Das hört sich so an, aber... Von wo sind wir denn gekommen? Mal hier sind wir am Indianerschmuck vorbei. Echt? Nee, warte mal, hier ist Indianerschmuck. Hier ist überall Indianerschmuck. Hier ist sehr viel Indianerschmuck. Indianerschmuck? Nee, dann sind wir... Guck mal, hier sind neben den menschlichen Eingeweiden ist auch ein bisschen Kaninchenfleisch. Ich muss erstmal die Tabletten aufs Inventar packen hier. Nee, guck mal, hier waren wir. Da waren die. Da waren die Boys. Klöners. Die Klöners. Ja, ich bin auf diesen ganzen alten Kram gewohnt, den wir eingestellt haben. Und der ist ja jetzt nicht mehr... Ja, ja, das war jetzt gerade auch so mein Problem. Warte mal, ich hau mir auch mal ein paar gute Schwengelmann rein. Oh, die wirken aber langsamer jetzt. Das sind nicht mehr die ganz guten. Nee, nee, das sind nicht mehr die Dry. Schwengelmann Dry waren die guten. Das ist jetzt Nasstabletten. Die rutschen schlechter. Nasstabletten rutschen nicht eigentlich besser? Die wird zum Schleimfilm überzogen. Warte mal. Ich hab eine Granate. Achtung. Boah, dann habe ich erstmal das Licht ausgepustet. Jetzt schnell drauf. Dann gucken, ob wir seinen Kopf nehmen können. Das ist wichtig. Er lebt noch. Vorsicht, da hinten ist noch einer. Gib ihm, gib ihm. Habe ich eine Vergiftung oder sowas? Nein, der ist zu weit im Wasser gewesen. Nee, keine Mutantenköpfe. Das ist blöd. Oh doch, warte, hier, abgetrennt. Aber kannst nicht einsammeln. Nee, Schmutz. 1-0 ist Schmutz. Offiziell jetzt Schmutz. Schmutzversion. Schmutzversion. Früher war alles besser. Früher war wirklich alles besser. Aber wir haben keine Chance gegen so einen Dicken, oder? Ich weiß nicht. Alter, das ist direkt auf so ein Jelly. Ja, das ist direkt ein Jelly, Mann. Alter, direkt er macht einen Sprint. Wow. Direkt ein Angelica Buttonhole. Müssen halt so ausdancen, ja. Muss ein bisschen um seinen Jelly tanzen. Ich habe 2-3 von seinen Mittelfingern genommen. Von seinen üppigen Mittelfingern. Ich habe ihm seinen Mittelmund genommen. Boah, was kann er jetzt? Hast du gerade gesehen? Ja, ja, er springt jetzt irgendwie. Nur Eingriffsmuster. 3, 2, 1 Stich. Er ist auch irgendwie nasser, ne? Irgendwie so ein bisschen... Ja, ja, die hat jetzt Nassfinger. Er hat auch irgendwie so einen Lackfilm um sich rum. Er hat irgendwie so einen leichten Film jetzt. Ist alles ein bisschen feuchter geworden. Ich glaube, es war auch Community-Wunsch, ne? Ja, aber mein großer Wunsch war es, und ich habe es mehrfach im Let's Play auch verdeutlicht, mehr Köpfe. Mehr Köpfe. Hätte man auf mich mal direkt gehört. Ist die Höhle größer geworden? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben jetzt schon mal einen Standort geerntet. Ich habe keine Ahnung, ist ja so super dark. Dauernd hat man eigentlich irgendwelche Stofflappen für eine Fackel, nur jetzt halt nicht, ne? Ja, ja, ja. Ich habe uns direkt mal hier eine Fackel zusammengeschustert. Fappel. Eine schöne Fappel. Schöne Fappel. Schöne Karnevalfappel. Fappel, das ist mein Lieblingsmasturbierbaum. Eine Fappel. Unter der Pappel. Meine. Ja, und jetzt hauen mal hier. Oh, kann man den stechen? Nee. Hältst du den Hintern hoch? Wow! Oh. The Fappening. The Fappeling. Oh nee, da hinten ist eine ganze Armee von Fappeln. Ohne Stoff? Ja, ne, keine Chance. Wir müssen hier raus, wir sind noch zu schwach. Wir ziehen uns besser zurück. Boah, direkt noch einen Schlag bekommen. Ich lieg wieder. Was soll denn das? Er ohrpfeifelt mich. Ich blocke. Ich
gehe down, aber ich habe geblockt. Ach ne, er steht wieder auf. Ich blocke mit meiner Leiche. So, der eine ist tot, jetzt raus hier. Oh. Er rennt hinterher. Aber irgendwann geben die, glaube ich, auf. Wir sind, glaube ich, schneller, ne? Raus hier. Der Busen der Natur ist gefährlich. Alter, der ist so schnell, der hat mich überholt hier. Aber er hat links überholt, ist okay. Aber er hat gemacht nach guten Allmann-Rules. Ist das überhaupt der Weg nach zurück draußen? Aber können wir überhaupt nach zurück draußen? Ja, ja, können wir. Wir sind ja nur durch so einen Schlitz reingegangen. Ja, wir müssen jetzt erstmal irgendwie sammeln. Frage ist, wo machen wir eine Basis? Wieder beim letzten Mal, weil es war halt schön zentral und da hat man auch giftiges Wasser und so ein Zeug. Ja, aber das macht ja jetzt krank, giftiges Wasser. Ja, deswegen trinken wir es ja. Kriegst du jetzt schon Streptokokken und so kriegst du davon. Streptokokken? Mund, Fuß, Hand oder wie das? Hand, Mund, Fuß. Hand, Fuß, Anusgrippe, ja, die kenne ich. Ja, ja. Hatte ich auch, weil meine hier der Kindergarten Apfelbirne Anus, der hat ja. Die haben damit geworben, ne? Hier kriegen sie Hand, Mund, Anus. Wir müssen uns erstmal irgendwie Ausrüstung zusammen schustern. Pillen. Der ganze Dreck eben, den man so braucht. M. Finde Team 03, finde Pufton Family. Warte mal, jetzt ist ja da gar nicht mehr dieses eine Bötchen. Oh, guck mal, da oben ist auch irgendein neues Symbol. So ein blauer Fernseher oder was ist das? Siehst du das? Blauer Fernseher? Muss man eben hier aufs... Wie kann ich denn da rauszoomen zum Zoomen? Mausrad drücken. Ah. Ja, guck, da wo wir gebaut haben, da ist man schon relativ zentral, um zu sagen, yo, da ist so irgendwie alles griffbereit. Man ist schneller mit 3D-Drucker. Da ist so ein pulsierender Fernseher. Ja, das ist ja auch da oben, wo wir waren ungefähr. Da ist wahrscheinlich Kyle. Wir waren so in der Kyle-Zone. Drüben beim Kyler. Guck mal, da steigt Rauch auf in der Ferne. Siehst du das? War das früher auch schon? Nee, das ist neu. Das ist mir schon beim Flug, beim Rundflug ist mir schon aufgefallen, dass es jetzt irgendwie smoky ist. Ja, da wäre auch ein Ausrufezeichen, aber es könnte sein, dass das die Shotgun ist. Und wir haben keine Schaufel, die kriegst du erst mit einer Schaufel. Nee, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir Richtung Fernseher laufen. Da sind wir wieder so in unserer Hut und da sind wir relativ zentral gelegen, kommen überall ganz gut hin. Weil da kommst du ja, halt an die Startpunkte gut hin. Und auf die andere Seite rüberlaufen ist ja eh voll weit. Guck mal, hier hängen jetzt noch mehr Leichen. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir auf der Inselseite zentral. Ja, ja, aber das andere ist ja eh viel später. Auf der anderen Inselseite, die das wichtigste Item ist. Dosenöffner ist da irgendwo, glaube ich. Oder es gibt nee, der ist drei hier Dosenöffner. Hör, was ist das denn? Noch ein neues Symbol, siehst du das? Ich sehe nur den das? Fernseher jetzt. Nee, da ist irgendwas vorne. Alter, was geht denn hier ab? Die haben Gift getrunken. Die hier, guck dir die an. Was die ist das Sektoiden. Gift, wovon man explodiert. Kennst du es nicht? Handmund. Ach, guck mal, Gift. Ich hab hier was gefunden. Hö, was? Freier. Oh, ich hab. Oh, das klingt aber ganz gut. Die machen freie Events und so. Ist das dieses weltbekannte Kreis Ach, krass. Industries? Ist alles ja, das ist Kreis Industries. Da kriegst du 5 krasse Gratis-Events. Musst nur halt deine Seele hergeben, ne? Aber das ist ja normal bei Kreis. Im Monat oder in der Woche oder am Tag? Ja, das ist so ein, verrückter Erlebnis. Nee, ist eine Erlebniswoche. Das ist so eine verrückte Erlebniswoche. Ey, aber ihr Versprechen mit mehr Ärsche haben sie eingehalten. Ja, ist schon viel Arsch. Ja, das ist echt. Ist der toll, wenn man die an die Wand. Und das ist ein Waschbär! Könnte. Ein Waschbär! Ich will einen Waschbär an die Wand! Hier, da rennt ein Waschbär! Der ist nicht so schnell, das ist eine trächtige Waschbär-Mama! Dann erledige sie! Und hat einen Stich! Die rennt weiter! Oh nein, sie kämpft um ihr Überleben. Sie will das halt, klar, schwanger. Das ist ein Golfauto, echt jetzt? Ja. Dann Kapers! Nimm's mit! Ich bin immer noch dran! Die Waschbärmutter.
Jetzt gibt's halt Vollgas. Und ich habe keine Ausdauer, aber ich will die haben. Oh, sie hat auch keine Energie mehr. Ich hab sie! Ich hab die Waschbärmutter! Mutter, Alter, daraus mache ich mir erstmal Mützchen, du. Boah, geil. Boah. Boah, ist das schnell jetzt. Boah, guck dir es an. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Guck dir das an. Nice. Waschbärmutter. Eine Waschbärmutter. Du siehst aus wie so ein Pedro, ne? Deswegen so ein Mexikaner, ja, ja. Ey, guck mal, da ist jetzt auch ein Tablet drin. Du kannst jetzt sehen, wo wir hin müssen. Ja. Aber wo müssen wir hin? Guck mal, ich kann da auch rumzoomen. Fahr mal zu dem großen See. Siehst du den? Was Wenn ist das für ein rechteckiger Felsen mitten im Nichts? Das sieht irgendwie aus, als der Klotz. Das ist der Klotz. So, wohin? Links zum Weg erstmal? Oder? Nee. Siehst du diesen See, der auch ins Meer mündet? Eigentlich Richtung Monitor. Fahr einfach Richtung Monitor. Ich kann sogar auf der Map zoomen jetzt. Ja, du kannst da zoomen. Weil wir waren so ein bisschen über dem See. Das war unser alter Spot. Es soll ja... Oh, da war noch ein Waschbär. Wir halten nicht für jeden Waschbären jetzt. Aber die Wand! Die wollen alle an die Wand. Sie schreien... Wir werden noch so viele Waschbären finden. Aber Kyle hat gesagt, wenn wir nicht 5 mystisch-magische Waschbären finden, dann... Will er uns nicht mehr moderieren. Jetzt, zu dem jetzt See sind wir hier? Gleich beim See. Das war unser damaliger erster Spot. Wenn man jetzt einfach beim See geradeaus... Also folgt jetzt dem... Boah, Alter! Hast du gerade gesehen? Mir ist irgendwie so ein Schniepli ins Gesicht gesprungen. Boah, hast du den zerfetzt? Haben wir einen Scheibenwischer? Nein, jetzt eigentlich eher links. Eher links? Oh, warte. Also genau die andere Richtung. Ja, so ins Inland. Genau, da haben wir zuerst gebaut. Das ist dieser See. Mit dieser kleinen Mini-Insel drin, ne? Ja. Der ist aber auch schön. Das ist auch ein schöner See. Und wir können auch am See bauen, wenn du sagst, ich will am See bauen. Da unten haben wir halt diesen kleinen romantischen Wasserfall da oben. Ja, aber der plätschert halt auch die ganze Zeit. Der war doch nicht laut. Das ist so ein kleiner Wasserfall. Wir können auch da an unserem ersten Spot, das wäre dann hier unten, da ist auch der Food Bunker in der Nähe. Fahren wir zum See runter und fahren mal so am Ufer entlang. Ja, das war unser erster Spot. Wir hatten ja diese Idee, rüber zu dieser kleinen Insel zu bauen. Ja, ich hatte sogar ein Baumhaus auf der Insel. Ja, wir hatten so ein Baumhaus auf der Insel. Ja, haben die den ein bisschen umstrukturiert? Der ist doch jetzt anders. Der ist nicht mehr so riesig. Man hat jetzt irgendwie so ein... Oh. Warum machst du das? Man hat jetzt nicht mehr so... Weil ich hier Sightseeing mache nebenbei. Ja, aber guck mal, der hat jetzt... dieser Schwengel ist doch neu. Ja, ja, der hat hier so einen Schwengelzipfel. Der ist doch neu. Ob unser altes... Und guck, wenn du jetzt auf die Karte nochmal so ganz rauszoomst... Da ist auch eine Straße. Also wir könnten da theoretisch bauen. Du meinst an der Spitze des Schwengels? Ja, ja. Also an dieser Inlandszunge da, ne? Du meinst jetzt hier so. Ah, es ist jetzt anders. Hier war ja schon Schnieke. Hier direkt? Oder ja, guck mal, siehst du den anderen kleinen Fluss jetzt um... Oh, das neue Symbol auf der Karte. So ein... Orangener Schlüssel. Oh, wir stecken fest. Wagen fährt nicht mehr. Guck mal, was siehst du den anderen kleinen See? Das war unser alter Spot. Warte, ich steig mal aus. Ich wollte eher da so in die Mitte fahren. Du meinst hier? Das, ja, ja, so da, wo es dann in den See reingeht. Weißt du? Ja, hier kann man schön bauen. Hier ist eigentlich ganz romantisch. Hier. Da. Ich krieg den Wagen hier nicht runter, so. Also, Weiwei hat schon irgendwie gesagt, er legt los. Was willst du, Weiwei? Ja, hier oder ganz rein in die Mitte quasi. Hier ist ja auch so ein Weg. Guck mal, hier geht ja auch so ein Weg lang. Ach, du meinst... Dass wir uns hier so eine Inselfestung, weißt du? Hier. Du meinst so landzungenmäßig. Ja, ja, hier können wir alle Bäume fällen und so. Weißt du, was ich meine? Solange ich Waschbärköpfe überall platzieren kann, bin ich eigentlich glücklich. Das ist für mich so ziemlich das Wichtigste im Spiel. Hier haben wir Wasser, die kleine Mini-Insel. Wir können uns verbunkern. Ja, hier können wir rundherum, können wir hier Stacheln aufbauen später. Man findet doch einen Topf, kann man damit nicht rein theoretisch auch Wasser abkochen? Wahrscheinlich.
Das Golfkart fährt auch von allein jetzt irgendwie weiter. Jetzt stehen. Weißt du, was ich meine? Dann können wir jetzt hier alle Bäume und Büsche wegrasieren, dann hätten wir hier so einen richtigen. Warum trittst du das Golfauto? Da war eine Hand. Ich dachte, man kann jetzt da vorne vielleicht so eine Luke aufmachen und Sachen reinmachen, aber nö. Wusste nicht, dass es das Wegtreten gleich ist. Auf der Seite sind wir ein bisschen hoch, ne? Also wir wären hier oben, also wir wären hier weit oben und gut geschützt. Also willst du direkt hier quasi. Und hätten halt hier so viel Fläche zum Bauen. Na, da ist sogar ein Boot. Altes Fischerboot. Und Fische fangen könnten wir hier wahrscheinlich auch. Also willst du hier bauen, hier quasi. Ich muss erstmal kurz B drücken, damit hier dieses blöde Handbuch mir nicht auf den Sack geht die ganze Zeit. Oh. So. GPS-Gerät. Fortgeschrittene Kochkunst. Ach ja, guck mal, hier. Energiemischung. Gesundheitsmischung. Feuerholzmischung. Elektrozaun. Alter, es gibt einen Elektrozaun? Gab's den schon immer? Boah, weiß ich nicht, aber dann jetzt geben die Batterien vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Eine Seilbrücke können wir auch bauen. Boah, eine Seilbrücke rüber zur Insel wäre natürlich hot. Oh, eine Seilbrücke rüber zur kleinen Insel, meinst du? Und dann auf der Insel irgendwie so ein... Alter, du kannst Fensterläden machen. War das auch schon die ganze Zeit so? Verteidigungsmauer, das gab's. Geländer. Okay, das gab's glaube ich auch schon, aber man hat's eben selbst gemacht. Rampen, Treppe... Aber dann würde ich irgendwie, ich hätte gar nicht Bock auf eine Holzhütte, sondern eher auf so eine Stein. Guck mal hier, Steinboden. Wie sexy ist das denn bitte? Ja, aber guck mal, wie viele Steine du sammeln musst. Aber die spawnen ja auch immer wieder nach. Und wir können ja sagen, bye bye, sammel Steine. Ja gut, aber wir haben halt Bäume hier und damit geht's am schnellsten und am sichersten erstmal für die erste Nacht. Ich würde jetzt nicht für den ersten Abend schon Steine nehmen. Einzelne Stufe. Ich würde mit Holz anfangen und dann später würde ich Steine nehmen. Weil wenn du jetzt dann hier, klar, dann sammelst du 10 Steine. Oder wir machen ein Baumhaus. Ein Baumhaus direkt. Aber das können sie uns weghacken. Oder das stimmt auch wieder. Oder ich weiß nicht, ob Weiwei. Ich würde jetzt erstmal nur für den ersten, dass wir... quasi ein Bett haben, dass wir nicht die Nacht wieder hier sitzen. Ja gut, Bett haben wir ja so oder so. Ja, okay. Wir haben ja... Wir können schon ja gleich Zelte. Direkt losbauen. Ja, wir haben ja Zelte. Das ist ja eigentlich erstmal egal. Ja. Stimmt. Also ein Steinhaus ist natürlich auch mucho macho stabilo. Wir müssen erstmal das ganze Grünzeug hier. Weißt du, die Natur... Ja, ich sag ja, erstmal müssen wir die Natur so ein bisschen befrieden. Alles muss weg. Die Natur stört halt mal wieder. Ja, man kann nichts sehen hier, ne? Na, es ist einfach, ja. Ich guck mal. Moment, Weiwei, hol Steine und fallen lassen. Da müsst ihr eigentlich diese großen holen, oder? Oder ist es Felsen? Gibt's da Felsen? Jo, Weiwei. Mach mal kurz hier. Jo. Rudi. Na, ja, wir haben ja trotzdem dann. Mir. Holz ist trotzdem voll wichtig. Die Natur wird direkt dezimiert, ne? Ja, ja. Hier, Felsbrocken. Kann man... Ja, man kann die weghacken, damit die nicht nachwachsen. Geil. Man kann das auch irgendwo ein- und ausstellen. Okay, hier bauen wir also das Imperium. Weil man kann, habe ich gesehen, innen rein... auch Steinboden machen. Das sieht richtig gut aus. Also man macht so einen Rahmen aus Holz und macht dann innen rein Steinboden. Und das mache ich jetzt mal. Mal sehen, wie das aussieht. Ja, so. Guck mal, Steine. Ich würde eh so ein bisschen das Burgprinzip machen, ne? Dass wir uns erst so einen kleinen normalen Burghof errichten mit den Materialien, die halt schnell zur Verfügung stehen. Und dann... Ja, wir sollten hier jetzt erstmal so eine kleine Mini-Hütte machen. Ne? Ja, ja, genau. Und dann... Ach, guck mal, sieht aber voll geil aus. Nach außen hin halt schön dicke Mauern. Ah, es wird auch schon wieder super dark, ne? Ja, jetzt ist schon super dark. Boah, Alter, wir haben Steine ohne Ende und die spawnen immer wieder nach. Oben haben die auch immer nachgespawnt. Jedes Mal, wenn du dich neu einloggst, waren wieder neue Steine da. Und hier unten ist irgendwie die Schottersteinmine. Ja, dann haben wir doch einen guten Spot für ein Steinhaus.
Muss halt nur immer viel schleppen. Ja, aber du kannst auch viel stapeln und kannst auch viel schleudern. Gut, ich rasiere jetzt erstmal hier alles weg, damit hier ein bisschen... Damit die Natur einfach mal weg ist, damit die nicht stört, ne? Damit hier auch nicht irgendwie sich Leben oder sowas noch... Boah, wir haben voll viele Steine hier, Alter. Ja, aber die Folge ist eigentlich auch rum, muss man noch fairerweise sagen. Ja, wir haben super viele Steine. Und Weiwei ballert hier auch Steine ohne Ende hin. Die Folge ist durch, es ist dunkel, wir sind müder. Wollte gerade sagen, ich will erstmal ein Nickerchen machen. Lass uns erstmal hier ein kleines Nickerchen aufbauen. Erstmal ein kleines Nickerchen, ja. Ja, boah, jetzt ist es sehr dunkel. Ja, es wird hier schnell super dark. Ich mache jetzt hier ein Zelt. Warte, wo ist der Lappen? Der war doch hier in dem Kreis Industry Notfallkit, wo drauf stand, sie wollen also die Natur weglöten. Sie hassen Natur? Sie hassen also die Natur. Hä, ich habe keine Plan. Hast du so eine Plane? Oh oh. Hast du eine Plane? Guck doch mal in dein Inventar. Nee, eine Handgranate, Rucksack, Seile. Doch, ganz oben rechts ist eine Plane. Ganz oben rechts, Moment. Nö. Hab ich nicht. Einfach auf den Boden legen, das Ding, und dann Stock reinmachen. Ja, aber geht hier nicht. Hier geht's. Oh, warte, und dann machst du einfach hier so einen Stock rein. Zack. Und dann, we did it. Können wir direkt pennen gehen erstmal. Erstmal pennen, dann speichern. Ah, Leute, 1.0. Aber wo sind die Mutantenköpfe? Und warum liegt da Weiwei? Warum liegt da mit einem Stein, drin? Alter, der schmust mit einem Stein. Das ist einfach ein Psycho. Guck mal, wie er hier die Steine holt. Steine, ja, aber wie krass der das auch holt. Der ist richtig eine Maschine. Mal guck mal, wie ich jetzt hier schon diesen Waldrand ausgerottet habe. Weißt du, so hier, wo. Hier ist schon richtig viel freie Fläche. Also, das ist geil. Hier können wir richtig bauen, ne? Kranplätze sind verdichtet. Man merkt richtig auch, wie alle Tiere weg sind. Davor waren hier echt Tiere, Eichhörnchen sind so zwischen den Beinen rumgeturnt. Nee, ist alles weg. Spaß jetzt hier so. Richtig schön, wenn hier nicht so Drecksviecher in der Nähe sind. Ja, es tut immer gut. Ich habe auch gerade eine Ente mit einem Stein abgeworfen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich männlich, muss ich sagen. Ich fühle mich männlich. Ich habe vorher ihre Ehre verletzt. Ich habe eine Waschbärenmutter ermordet in der Folge. Gut, Leute, das ist Version 1.0. Das Abenteuer beginnt jetzt mit Sprachausgabe. Wir werden kommentieren, wenn Kyle zurückkommen soll, dann Hashtag Kyle Comeback. Na, das ist wichtig, das wollen wir in den Kommentaren lesen, damit wir auch wissen. Vielleicht gibt es auch irgendwie die Hawkins Ultras, die auch noch was reinkommentieren und sagen, nein, ich brauche eine alte Casio Hawkins. Ich habe irgendwie einen Jugendlichen verletzt hier. Einen Jugendlichen Skater? Einen Skater verletzt. So, ja, okay. So, ja, ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschö.